tretet näher. Denn an manchen Tagen, da versuche ich rauszugehen, diese Welt zu verändern und außerdem an diese Welt zu denken. Denn wir sind doch noch immer diejenigen, die diesem Leben Leben schenken. Wir gehören noch zu denjenigen, die können alles besser machen, wenn wir die Gelegenheit nur am Schopf packen und uns nicht runtermachen. Ja, wenn wir aus unseren Fehlern wachsen und Brücken bauen an Stellen, wo wir unsere Lücken lassen. Aber wir sehen unsere Fehler nicht. Denn eigentlich könnten wir im Frieden leben. Wir müssen uns nicht bekriegen und könnten uns stattdessen die Hand geben. Eigentlich müsste kein Kind dieser Welt Hunger leiden, wenn wir nur aufhören würden, die Probleme dieser Welt zu untertreiben. In anderen Kommunen wird eher so darüber diskutiert, werden Flüchtlinge kommen, können wir keine Kitas bauen oder Schulen bauen von den Oberbürgermeistern und von der Verwaltung. Und ich glaube, das ist hier in Osnabrück was Besonderes, dass es so ein Grundkonsens jetzt über alle herrscht, über alle Fraktionen hinweg, dass da, das ist schon fast tabu, aber im positiven Sinn tabu, dass wir für Flüchtlinge da sind, dass wir für Migranten da sind. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Nichtsdestotrotz will ich auch nicht verhehlen, wir haben auch Rassismus, Diskriminierung, auch in der Stadt Osnabrück. Eben hat die meine Namensvertreterin von ihren Rassismuserfahrungen erzählt. Ich kann das auch erzählen. In Osnabrück wurde ich auch beschimpft als Eichel. Eichel gibt es Regeln, das war im Straßenverkehr, das gibt es auch. Im Alltag, ne, dieser subtile und offene Rassismus, den haben wir auch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Verwaltung, finde ich schon eine große, große Bereitschaft für das Thema. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many years must the cannonballs fly before forever banned? The answer, my friend, is blown in the wind. The answer is blowing in the wind. Da wird überall
von Willkommenskultur gesprochen. Es wird Asylbewerbern und Asylbewerberinnen aber keine Beratung angeboten, wie sie am besten und vor allem erfolgreich durchs Asylverfahren kommen. Im Grunde sollen sie ja auch gar nicht erfolgreich sein oder wenigstens nur ein paar. Da wird von Willkommenskultur gesprochen. Menschen im Asylverfahren haben aber keinen Anspruch auf Sprachkurse. Es ist ja relativ unsicher, ob sie da bleiben können. Warum also sollen sie Deutsch lernen? Das lohnt sich ja nicht. Überall wird von Willkommenskultur gesprochen, im Grunde werden die Menschen aber sich selbst überlassen. Ein Dach über dem Kopf und Essen ist für den Anfang genug. Und dabei haben wir in Niedersachsen noch wesentlich bessere Standards als in manchen anderen Bundesländern. Viele dieser meist bewusst gesetzten Mängel fangen wir, der Exil e.V. und andere Initiativen in Osnabrück, mit unserer Arbeit auf. Ein großer Teil unserer Arbeit, der größte Teil vermutlich, beruht auf der Ehrenamtlichkeit und dadurch werden wir laufend in Gewissenskonflikte gestürzt. Gut und schön ist es natürlich, dass es so viel Engagement gibt. Gut, dass wir unseren Klienten und Klientinnen wenigstens einen Teil dessen bieten können, was ihnen von Politik und Verwaltung vorenthalten wird. Denn sie sind ja darauf angewiesen, jetzt und hier beraten zu werden, jetzt und hier die Sprache zu lernen und nicht erst irgendwann später, Jahre später. Aber indem wir hier in die Offensive gehen, zugunsten der Menschen, zeigen wir ja auch, es geht doch auch ohne öffentliche Anstrengung und die dazu notwendigen Fördermittel. Dabei geht es eigentlich nicht ohne. Wir alle arbeiten schon lange am Limit, viele arbeiten darüber und wir können doch nicht alles tun, was nötig wäre. And I just need to remind you.
Dear Mama, last Sunday I told Rabbi Weinstein about our relationship. At first he was as angry as a rabbi could be, and he forced me to learn the complete Talmud by heart. But then he realized that our love is real and serious, and he told me about the Netherlands, where a man is allowed to marry a man. Could there be anything more beautiful on earth than you and me and married and together until death tears us apart? This little poem is for you, and it is called All I Want From Life. Marry me, carry me, bury me. With never-ending love, Sharon. Letter 30. My beloved Sharon, I must tell you what happened to me on the last Monday. On that day, I bought a member card of the public library. I found a very interesting book called Democracy and Communism Through the Centuries, a Comparison. Please think about the following poem. I wrote it for you. Democracy, democracy, you cannot help me out of me. Communism, communism, I am what I am. Please write soon, Muama. P.S. If you find a cookie in the envelope, don't worry if the envelope is a cookie is crumbled or cracked. It looks like sand, but it is a cookie. Letter 40. Sharon, Sharon, I'm yearning for your letter, but you didn't write. I'm waiting for a phone call, but the line is dead. What have I done to you? Give me a piece of hope, Muama. Letter 15. Muama! So you want to know why I did not answer? I tasted the crumbles of the cookies, and it was sand. My father always said a little poem. If someone gives you sand to eat, this is someone to beat. Waiting for your apologize, Sharon.